Ja, so könnt ihr dann die wenigen Meter zur Schwert und Stab zurücklegen und nach kurzer Zeit stehst du dann vor der großen Tür von Saldorf Ich klopfe an. Rein! Ich trete ein. Euer Spektabilität. Ich bin Ah! zurückgekehrt. Spurgelsen, ohne Meldung. Tür Ich komme schließen. gerade. Ja, jawohl. Komme So. gerade mit den Gefährten aus Romilis. Romilis ist frei. Wie Romeles. Er war Romilis. doch. Er war doch gemeldet für. Moment. Er holt seinen Zwicker hervor, richtet sich nochmal seine Rohrhalskappe. Oran. Ja, richtig. Zorgan war unser erstes Ziel. Dann weiter nach Oron. Die Heptarchin Dimiona ist gefallen. Ihr wurde der Kopf abgetrennt Ich habe schon von gehört, dass ihrem Bruder. Morenes im Gericht geladen ist. Ja, mal wieder. Odin spricht von nichts anderem. Tatsächlich? Was spricht man über ihn? Das interessiert mich jetzt. Ah. Später. Ich will erstmal den restlichen Bericht, weil, naja, von Elberum nach Romulus ist ja schon ein bisschen. Ich meine, liegt auf dem Weg, wenn ihr zurück nach Gareth wollt, aber unseren Berichten zufolge. Die Hellsichtsmagier, die dort sitzen, hatten das letzte Mal gemeldet, dass sie überrannt wurde von den Paktierern des Rastlosen. Das war soweit richtig. Unter der Führung von Asmodeus von Andergast, einem mysteriösen oder einer mysteriösen Gestalt, die sich Geierkind Andergast. nannte. Richtig, diese Person. Nun ja, sehr vielen Söldnern wurde dann nicht Gareth, Romilis überrannt und einige sehr beunruhigende magische Phänomene wurden aufgezeichnet. Ich fertige natürlich einen vollständigen Bericht an und füge die Analyse des Bibliothekarius vom Institut, Informationsinstitut hinzu. Fähiger Mann. Informelle Belobigung jetzt schon, die ausformulierte kommt später. Heisinger war das, ja? Richtig, Sigmund Heisinger. Ja. Ich kenne ihn ja aus den Zeiten, als Nimrod unterwegs war. Er war Gut. sehr hilfreich in der Tat. Nun ja, nachdem die Fürstin mit zwei Bannern Puniner Reitern ankam, machten sich die Paktierer dann auch an die Flucht. Warum genau, ist nicht bekannt. Einige Punina Artefakte, Reiter. richtig, ja, und jetzt hängen ja auch die Banner auf der alten Residenz. Kann ja wohl kein Zufall sein. Ach, das. Sind die schon länger da, euer Spektabilität? Kurz vor Jahresende sind sie gekommen. Ich habe mich noch nicht darum bemüht, was genau dahinter vorgeht, aber das Reich muss ja nun irgendwie regiert werden. Ich habe noch nicht mal ein Segen dazu gegeben, aber Alara marschierte hier zumindest auf, gemeinsam mit ihrem Enkel und sagte, dass er der nächste in der Thronfolge ist, was ja nominell zumindest so stimmt, sollte Rohaya gefallen sein, was den Berichten zufolge so gegeben sein sollte. Sie wurde Zwillingsschwester ist zumindest. ja. Zwillingsschwester Nein. steckt ja immer noch ein Fest um Fest. Richtig, außerdem, das geht ja nun wirklich nicht, dass sie irgendwie die Nachfolge antritt. Also, was ich von Ruhaya in den letzten Minuten gesehen habe, das war nicht vielversprechend. Alara ist wieder da. Ich dachte, ich wäre sie für mal los. Das dachten wir wohl alle. Nun Unter ja, uns, nun ist sie da. Strogelsen, diese Frau bringt nur Unglück. Ich stimme natürlich zu. Ich war nicht glücklich darüber und sie scheint auch ihren Enkel unter einer sehr engen Kontrolle zu haben. Das ist nicht gut für einen zukünftigen Kaiser. Ja, stimmt schon. Ich glaube, er ist jetzt 16 Lenze oder sowas. Hat noch ein paar Jahre, bis er dann ordentlich darf. Und 2 Jahre unter Alaras Knute. Man wird sehen müssen. Was ist aus dem Rat der Helden geworden? Rat der Elben. Die sitzen im Süden von hier, bei Isengard in der Schmiede. Hatten sich überlegt, nachdem sie rausgeworfen worden sind, wo sie sich dann hinbegeben. Und nachdem Bruder Stygomar wenig Einspruch hatte, sind sie dann in seiner Schmiede. Haben da wohl einen Tisch aufgebaut und ja. Halten da jetzt ihre klugen Reden. Weil Alara kümmert sich zwar nicht wirklich um die Stadt und um den Wiederaufbau, sondern ist eher darum bemüht, jetzt ihre Macht zu festigen und schreibt wieder irgendwelche Briefe in andere Regionen und versucht, irgendwelche Freunde aus Halanfa zu rekrutieren. Je. Isengard ist der Einzige, der irgendwie was macht.
Er ist ein fähiger Mann. Ich bin froh, dass er zumindest noch ein wenig die Zügel in der Hand hat. Gut, Burgesen, das wissen wir alle. Wenn du nichts weiter auf dem Herzen hast, dann... Doch, euer Spektabilität. Meine Magusarbeit ist fertig. Ich würde sie gerne morgen einreichen. Morgen? Wann hast du ihn denn das letzte Mal angemeldet? Das war doch erst vor einem Monat. Kurz vor dem Aufbruch, ja, also vor 2 Monaten. Ja, und naja, ich bin auf der Reise dazu gekommen, daran weiterzuarbeiten. Und im Informationsinstitut habe ich auch noch ein bisschen weiter geforscht und... In 2 Monaten eine Magusarbeit, das kann ja nichts werden. Ich muss euch widersprechen, euer Spektabilität. Ich bin überzeugt davon, dass es eine gute Arbeit ist. Na, dann gib sie mal ab. Das werde ich morgen. Einfach so hier abgeben oder mit mehr zeremoniell? Naja, du kannst die unten abgeben, wird dann natürlich alles mit dem Stempel quittiert, kannst du dann bekommen und ich werde mich dann die Tage bei dir melden. Aber wenn du sie nur in 2 Monaten geschrieben hast, dann werde ich sie sicherlich auch übermorgen wieder zurückgeben. Jawohl. Gut, der endgültige Bericht kommt, wie gesagt, noch und ja, sehr viel mehr Details. Wir haben auch einige Artefakte. Siehst du eigentlich immer noch mit Boltax umher oder ist der in Zorgern geblieben? Der ist immer noch bei uns. Er hat sich sehr für die Gildenmagie auch interessiert. Schiebt so ein bisschen seinen Zwicker auf der Nase und guckt dich dann so ein bisschen über den Zwicker an. Bosen? Geoden. Weiß, was wir davon halten. Richtig, aber... Aber wenn du ihn in die Weiße Gilde bringen kannst, ich bin der Letzte, der sagt, dass Zwerge in der Weißen Gilde nicht gut aufgehoben sind. Das ist ein Wort. Ich schau mal, was sich tun lässt. Er scheint auf jeden Fall interessiert zu sein. Gut, gut. Mal sehen. Gut, dann will ich nicht länger eure Zeit stehlen und wir sehen uns morgen, eventuell. Ohne Meldung. Ich verabschiede mich und trete hinaus zu meinen Gefährten. Das hat uncharakteristisch lange für ihn gedauert. Ja, während ihr draußen auf dem Platz gewartet habt, habt ihr noch gesehen, wie wohl euch 2 Bekannte mit einem Tee in der Hand über den Weg gelaufen sind. Adeptus Major Eldan Gorbas und Iolaos, die da wohl gerade herumgeschlendert sind und gerade wohl vom Okuri-Tempel kamen. Nun, seht mal jedenfalls, wer noch in der Stadt walte. Oh, habt ihr diesen Aufbau gesehen, diese Statue? Was für ein wunderschöner Aufbau. Ich bin so gespannt, wie der neue Ingrim-Tempel aussieht. Es wird ein Fest, ich bin sicher. Ha! Da komm ich aus dem zerstörten Romulus und laufe diesen beiden über den Weg. Ach, Abelmir. Man hat euch doch noch nicht aus der Gilde befördert, wie ich hörte. Nicht nein. Aus dem Grauen jedenfalls. Ach, schockierend. Fräulein von Spurgelsen, wie immer ein Ehre euch. Oh, und ich hab wieder nicht meine gute Robe an. Ach, meine Kollegen, wie schön, euch wiederzusehen. Ich muss euch ja erzählen, als es die Runde machte in meiner Teestunde, dass ich nicht meine gute Robe an hatte, als wir beide uns getroffen haben, da gab es einige leichte Hüstler. Und Kollege Gorbini, ein leichtes Kichern. Ich unterstelle es ihm bis heute, auch wenn er es bestreitet. Gorbini? Mit einem hochroten Kopf saß ich da. Ich musste mich schämen. Könnt ihr euch dies vorstellen? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber... Und ich habe schon wieder nicht meine gute Robe, wenn das Gorbini erfährt. Sagt aber mir, wie wird er sagen, wenn ihr dann erstmal mit der Schwarzen Gilde seid? Ich bin noch die Schwarze Gilde? Das sind wieder einmal Gerüchte. Ihr greift wieder einmal der Geschichte voraus. Das ist noch nicht endgültig. Das hier, der schaffen... Ihr habt die, wie war es, die Mutter der Frau, die das Tribunal leitet, umgebracht? Sie war eine Dämonendienerin. Was sollt ihr denn tun? Nun, selbiges. Aber ihr glaubt doch wohl nicht, dass sie euch noch wohl gesonnen ist nach der Sache. Das spielt wohl kaum eine Rolle. Es geht nur um das Ziel. Ein Tribunal? Was denn für ein Tribunal? Also... Ich hatte einige Gerüchte gehört. Ich wollte es zuerst nicht glauben. Ein Missverständnis, was sich bald klären wird. Ich bin da wirklich zuversichtlich. Sehr hoffen, also. Aber mir, sowas kann man sich doch nicht leisten, vor ein Tribunal treten zu müssen. Fräulein von Spurgelsen, habt ihr ihn endlich vor Gericht gebracht? Ich bewundere eure Mut.
Nun ja, es wurde vertagt auf Antrag der Grauen Gilde. Diese Rechtsschiebereien. Wo wird ja, das Gericht denn stattfinden? Ich nehme ja natürlich gerne als Zuschauer teil. Hey, in Punin, wenn ihr euch dorthin begeben wollt. Gibt es schon einen Termin? Natürlich nicht. Enttäuschend. Natürlich nicht, die Graue Gilde eben. Ja. Das ist mir als enttäuschend. Wir sind sorgfältig und sehr korrekt. Aha, sagt der Mann, der bald vor Gericht steht. Aber ja. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es geht um die richtigen Formalia. Nun, die Graue Gilde kann schon durchaus nützlich sein. In Punin hatte ich zumindest Glück, aber... Ja, das treibe ich euch noch aus. Dieses Gerät. Oh, Eltern, ihr wisst doch, ich war nur da, um überhaupt in die Gilde aufgenommen zu werden. Wegen meiner Lehrmeisterin. Diesen Fehler, diesen Schandfleck sollten wir auch so bald wie möglich entfernen. Ja, wie läuft eigentlich euer Antrag auf einen Gildenwechsel? Ich liege ihm damit täglich in den Ohren. Ich sage es euch. Aber ihr setzt also mein gutes Werk fort. Das finde ich gut. Natürlich. Es ist durchaus eine Arbeit. Ich bin in der letzten Zeit so beschäftigt gewesen im Lazarett. Ihr wisst ja, die Arbeit. Wobei ich euch noch einmal danken muss, Frau Spogelsen. Euer Einfluss war mehr als hilfreich. Das freut mich. Ihr erhielt Zugang zu Büchern. Was für Gesetzestexte ihr habt. Mehrfache Ausgaben. Erstausgaben. Erstschriften. Seid ihr denn auch von dem Magister Erkenstein schon zu seinem Gesetzestexte-Teestübchen eingeladen worden? Bestimmt, oder? Nächste Woche. Er lädt ja nur einmal im Monat ein, aber ja, ich habe mich schon vorbereitet. Ihr müsst sehen, ich habe schon einige eigene Arbeiten wieder verfasst. Oh, es ist so spannend. Wirklich? Faszinierend. Ja, dann muss ich tatsächlich wohl noch einmal vorbeischauen, wenn wir gerade... Natürlich, es lohnt sich sehr, diese Arbeiten zu lesen. Ja, es ist faszinierend, was Kollege Erkenstein... Ja, um die Kragenbreite, das war wirklich ein sehr schönes Thema. Hat's euch auch so fasziniert? Ja, Kollege Erkenstein ist ein Magier am Stift, möchte ich fast sagen, wenn ihr mir diesen Witz erlauben würdet. Was er aus den Gesetzestexten liest. Praios Blick hat er, möchte ich fast sagen. Faszinierend. Aber, Kollege, könnten wir beide euch nochmal unter sechs Augen während es dann ja sprechen? Wäre das möglich? Sicher? Ja, würdet ihr uns einen Moment folgen? Ja, natürlich. Wir müssen nur gleich los. Also allzu lange sollte es nicht dauern. Es ist gar eine private Angelegenheit, muss ich gestehen. Aber es wäre doch recht freundlich. Ja, sicher. Verzeiht. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich würde Isarun da um das Haus herumführen. Freunde von Spogelsen, ist es doch richtig, dass Herr Karin euch immer noch begleitet? Ist das korrekt? Korrekt. Wir haben gehört, dass Herr Karinor sagen wir mal, dass Herr Greifenmund einen gewissen Anspruch auf Herrn Karinor bestrebt. Ist das immer noch korrekt? Ich möchte mich natürlich nicht in die privaten Angelegenheiten meiner Gefährten einmischen, aber um ehrlich zu sein, den gleichen Eindruck hatte ich auch. Habt ihr das Gefühl, dass dieser Anspruch einer Art exklusiver Art entspricht? Oder ist Herrn Karinor eher der Herrin Raya treu in dieser Angelegenheit? Oh, definitiv Letzteres. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Ihr müsst ja wissen, ich weiß, so eine toprische Dame wie ihr wird da nicht so viel Verständnis für haben, aber ich bin mir sicher, Karinor wäre eine exzellente Erweiterung für Dinge. Und er nickt zweimal. Ich und Iola sprachen darüber. Es wird faszinierend sein. Selbstverständlich ist er und die anderen natürlich auch alle eingeladen für eine persönliche Untersuchung. Ihr wart ja lange auf Reise und ich bin sicher, meine Expertise kann euch ein wenig helfen, nicht wahr? Ich denke auch, bei Herrn Karinaus Untersuchung sollten wir auf jeden Fall anwesend sein. Vielleicht könnten wir ein Bild zusammen mit ihm malen. Ich wollte ja schon immer einen Raya geweihten. Wie Zar ihn schuf. Das wird ein wunderbares Werk. Ich bin mir sicher, dass der Herr Karinor dem nicht abgeneigt sein wird. Immerhin fördert es die Harmonie der Welt und Kunst, nicht wahr? Das ist ja auch alles rayanische Tugenden.
Ich denke, wir werden auf ihn zukommen. Vielen Dank, Kollege. Ich weiß, es war eine private Angelegenheit, aber wir sprachen schon einige Wochen darüber. Nun ja, wenn es euch so unter den Nägeln brannte, dann ist es euch sicherlich wichtig. Derzeit weilt er gerade auf Tempelhöhe im Raya-Tempel, falls ihr also einen Spaziergang oder so plant. Ach, das ist ja eine gar exklusive Information, möchte ich fast sagen. Vielen Dank. Falls ihr etwas benötigt, sagt nur Bescheid. Ich habe exzellente Kontakte in Teekreisen in der Stadt. Vor allen Dingen was Gesetzestexte und das Jahr 1024 angeht. Da haben wir auch einen Kreis gebildet. Sehr interessant, was man da so veröffentlicht hat. Passiert. Dessen bin ich mir gewiss. Ja. Ja, mit einem dicken Grinsen kommen Iolaos und Eldan Gorbas wieder zurück aus der Gasse, aus der kleinen Straße, zurück dann auf Yalan, Okurian und Abelmir. Währenddessen allerdings können Kiaras, Boltax und Rafim den Hesinde-Tempel, den Pentagon-Tempel betreten, nachdem sie dann an den Blutulmen vorbei marschiert sind und könnt dann im Inneren nach kurzer Suche auch auf den, Vorsteher Walner Itzkog treffen. Der zieht gerade ebenso seinen Zwicker wieder zurecht, steckt ihn sich noch einmal in seine Brusttäschchen, sortiert da wohl gerade wieder einige Pergamente und Papiere, die er wohl gerade abgeschrieben hat, pustet noch einmal drüber und guckt euch dann an. Eine Freude, euch kennenzulernen. Boltax will mit euch reden. Oh, ja, genau. Wir sind zum Gruß. Eure Götter, Sumu, Angrosch. Genau, hier sind wir zum Gruß und ich hoffe, ihr seid gut durch die Tage gekommen, die das Jahr abschließen. Natürlich. Es war alles ein bisschen drunter und drüber, wie das immer so ist. Aber ich bin ja hier, um ein Versprechen zu erfüllen, das ich euch unlängst gab. Wenn das Buch wollt ihr wieder mitbringen. Ah, gut. Ich erinnere mich. Wunderbar, hier ist es. So gut wie neu. Die Macht der Elemente. Tja, ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. In der Tat, das auf jeden Fall. Es war Bücher müssen gelesen werden. Wenn die hier nur herumstehen und das Wissen bewahren, dann ist damit ja auch niemandem gedient. Das ist richtig. Kann ich dir ein weiteres Buch mit an die Hand geben, lieber Angrosho? Nun, hättet ihr eine spezielle Empfehlung, von der ihr ausgehen würdet, dass es mein Wissen erweitern würde? Gibt's davon einen zweiten Teil? Einen zweiten Teil der Macht der Elemente? Hier zumindest nicht. Nein, das ist die vollständige Ausgabe, das gesammelte Lexikon. Aber ich würde ja anfangen bei den ersten Schritten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel ihr über die dunklen Zeiten wisst oder wie viel in euren Archiven in Xorlosh liegen, aber ich bin ja immer ein großer Freund davon, dass man am Anfang anfasst. Und ich habe just in den letzten paar Tagen einige Abschriften erkannt. Das Feuer und die Schlacht in den Wolken hatte auch einiges Gutes. Man muss das ja auch so sehen, wie es ist. Denn es wurden viele alte Bücher aus den Katakomben und Kavernen wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Auch wenn einige Sachen verbrannt sind. Aber man darf nicht auch alles negativ sehen. Wir haben einige Abschriften bekommen, die just für euch interessant wären. Ich habe sie schon durchgearbeitet. Eine Abschrift fehlt noch. Das heißt, das ist ein Unikum, ein Unikat. Aber damals ging es wohl um den ersten Kontakt der Menschen mit den Angrosho, mit den Zwergen, vor den Toren. Und wie sie sich damals um das Holz stritten, bis dann die Tore von Xorlosh wieder für, ich glaube, 600 Jahre geschlossen worden sind. Oh, das klingt aber spannend. Ja, das würde mich unglaublich reizen. Könnt ihr Bosbarano? In Ansätzen. Aber ich habe ja gelehrte Leute in meiner Begleitung. Ansonsten lasse ich es mir vorlesen oder beibringen. Gut. Ich glaube sogar, dass einige, die könnte ich noch dazu heften, die würden thematisch sogar gut passen. Die ersten Trollkriege, 870 vor Bosbarans Fall. Auch die bin ich gerne gewillt, dazu zu lehnen. Oh, sehr gerne. Das klingt ja Trollkriege. Sehr spannend. Ja, bitte. Das ist ja wunderbar. Ach ja, verzeiht. Rafim, bitte keinen Alkohol in den Pentagon-Tempel.
Ja, nicht, dass das hier am Ende noch Spaß macht. Ich hatte es befürchtet. Oh, und noch eine Sache. Wir sind Yasina Melinai begegnet. Ah, meiner Freundin Yasina. Wo? In Sorgan, beziehungsweise nicht wirklich in Sorgan. Wir sind durch einen Wandschrank gelaufen und waren in einer Art Falte im Raum, einer Globule. Ah, die große Bibliothek. Genau, genau. Es war fantastisch dort. Überall Bücher. Ach ja, so viel Wissen, so viel Wissen. Und denkt an die Echse. Ah, ja. Viel zu viele Drachen da dran. Ja, das war nicht so schön. Sie hat sich mit Drachen unterhalten. Ja, die war nicht unfreundlich. Kennt ihr die Namen der Drachen? Ich werde nicht mal so tun, als würde ich mich erinnern. Ich habe ja vom Volke her aus ein eher angespanntes Verhältnis zu den Drachen. Ich habe sie jetzt verzeiht. Ja, Entschuldigung, ich wollte euch nicht beleidigen. Nein. Ich stand vielleicht ein wenig neben mir bei der Begegnung. Geht es Isarun gut? Ja, ich habe sie sehr an mein Herz geschlossen, als wir damals gemeinsam durch den Park spazieren gegangen sind. Doch, sie fühlt sich bei bester Gesundheit und ist jetzt wohl gerade in der Akademie. Das, ja, wenn der gute Saldor Fosslerin nach ihr ruft, das kann ich schon verstehen, dass sie dann da die Prioritäten setzt. Aber übermittel dir bitte meine besten Grüße. Ich freue mich sehr, mich auf ein Tee mit ihr zu treffen. Aber sehr gerne doch. Das oder einen gemeinsamen Spaziergang. Die Stadt ist mittlerweile ja wieder besser. Das habe ich gesehen. Freut mein Herz auch sehr. Die Elemente sind hier schon wieder wesentlich mehr im Reinen, als es noch vor 2 Monaten war. Das wäre ein furchtbares Bild. Ach ja. Wir werden sie ausrichten. Ihr habt nicht zufällig Bücher über Untote. Über Untote. Wir haben sicherlich auch einige Schriftstücke zu der Macht des Untodes. Ich kann euch die Bücher geben. Sie sind tatsächlich mit einem Kommentar von Bruder Styguma verfasst. Das wäre praktisch. Vor allem etwas, wie man sie am besten los wird. Ja. Ja, also geweihte Waffen helfen natürlich immer. Wenn die Götter bei uns sind und durch uns und unseren verlängerten Arm wirken, hilft das natürlich. Ansonsten Sonnenlicht. Aber bevor ich jetzt hier zu einem endlosen Referat ansetze, ihr solltet die Untoten nicht fürchten. Es gibt tatsächlich viele Wege, gegen sie anzugehen. Solltet ihr doch das Buch am besten von vorne lesen. Ich werde gleich einen Akoluten losschicken, der euch dann eine der Ausgaben mitgibt. Dankeschön. Ich hoffe es. Hilft. Ja. Ich finde es immer wieder eine gute Idee, in die Bibliothek zu gehen. Ja, das ist auch mein Anliegen, dass ich euch die Bibliothek näher bringe. Rafim, ihr solltet nicht von der Tinte. Das ist Tinte, nicht in den Mund. Ich wollte nur mal gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist, dass ihr wenigstens euer Getränk hier ein bisschen streckt, aber das schmeckt ganz furchtbar. Es macht blaue Zähne, Rafim. Na, immerhin etwas. Ich will ja nicht sagen, dass ich gelangweilt bin, aber können wir jetzt endlich nach Tempelhöhe gehen? Es war wie immer eine Freude, euch zu sehen. Ihr habt noch einmal vielen Dank für diese höchst interessante Literatur. Auf bald! Ja, auf bald. Denkt an die Grüße. Natürlich, natürlich. Natürlich. Wir schicken sie sobald wie möglich vorbei. Ja, derweil treten die Gruppe vom Jarlan, Isarun und Abelmir wieder durch das Puninator in Richtung Süden und könnt dann dort auch die große Schmiede von Thorn Eisinger erkennen. Wenn ihr euch ein bisschen hindurchfragt, werdet ihr natürlich dann auch in den hinteren Teil gelassen, wo ihr dann in einem kleinen Zelt, ein kleiner Aufbau, würdet ihr dann sehen, wie hier allesamt sitzen. Und zwar Ludolf von Wertling, der Marschall, Amelia Grotterian, die ja adlige Ratsvorsitzende, kam irgendwie vom Bürgermeister oder sowas. Dann könnt ihr sehen, Melvin Störrebrand, auch der wurde wohl vertrieben. Thorn Eisinger und auch Bruder Stygoma, der schweigend dort sitzt und mit seinem Bein immer noch hochgelegt, leicht verbrannt von dem Drachenfeuer von Rassasor. Danos, der Ritterliche von Luring, der Ritterkönig. Ah, willkommen. Die Helden sind wieder zurück. Setzt euch. Schön, euch zu sehen. Bei bester Gesundheit.
Immerhin ein Ort in dieser Stadt, an dem man wohlwollend empfangen wird. Wurde gestriegelt. Luda, kannst du noch mal ein paar Stühle holen? Der nickt nur und holt dann tatsächlich, auch wenn Ludolf als Marschall natürlich sehr viel höher gestellt ist, aber Thorn Eisinger wird hier wohl der, auch wenn es seine Schmiede ist, wird er dann ja, euch Stühle heranholen lassen. Na, es hat sich ja wohl einiges verändert, seit wir die Stadt verlassen haben. Machen wir es kurz. Warum verwest eine Polygon unser schönes Reich? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber wir können ja natürlich als Rat der Helden nicht ewig uns erdreisten, hier Praios recht zu sprechen. Dass dann wohl oder übel jemand wieder hier erscheint und die Stadt dann regiert oder es eben nicht tut. Mit Selindian kann ich wahrlich nicht viel anfangen. Mir wäre dann seine Zwillingsschwester sehr viel lieber gewesen, aber das hat dann ja Praios entschieden. Nun, einen Kaiser kann man sich nicht aussuchen, aber Alara als Kronverweserin? Ja, was sollen wir machen? Wenn er noch nicht volljährig ist, darf er es wohl nicht. Wer bin ich, dass ich mich dann über Alara stelle und ihr dann sage, dass jemand anderes Verweser sein soll? Und wenn Selindian sich sie ausgesucht hat, man hätte sonst vielleicht noch, er schnippst so ein bisschen in den Reichsgroßgeheimrat. Rondrigan hätte man noch fragen können, aber der ist ja auch verschwunden. Ich wollte ihn zum Regenten ernennen, aber er hat ja abgelehnt. Abgelehnt? Ja, der Schutt liegt immer noch in vielen Bereichen mehrere Schritt hoch. Die Zunftgarde kann aber langsam die Ordnung wiederherstellen. Wir haben unerwartet Hilfe bekommen von Norden aus. Der Marschall Ugo von Mühling, der Blutige, unterstützt uns mit seiner goldenen Lanze. Allerdings haben wir auf den Wunsch von Ludolf ihm den Zutritt zu der Stadt selbst verwehrt. Und er kommt da dabei auch gerade wieder rein, nickt dann nur zu den Worten und stellt euch dann die Stühle hin. Und das ist sicherlich eine weise Entscheidung. Wir sind ganz gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir die grob 100.000 Geräte dann versorgen, gerade wenn dann der Winter einbricht. Das ist zwar noch ein halbes Jahr hin, aber wir können nicht von unseren Vorräten zehren, die wir eigentlich schon angelegt haben für viele Jahre. Dann können wir frohe Kunde bringen. Magistra, wollt ihr? Sicher, wenn ihr möchtet. Wir waren ja auf Mission in Zorgan und nachdem die uronische Herrscherin Dimiona gefallen ist, getötet durch einen Schwerthieb, der ihren Kopf abtrennte, wurden wir im Palast in Zorgan vorstellig und man versprach dort dem Mittelreich, im Gegensatz zu unserer Hilfe bei der Befreiung des Aranischen Reiches, großzügige Getreidelieferungen und andere Feldfrüchte. Die Nahrungsmittelknappheit sollte also bald gelindert werden. Wir haben schon stille Tränen vergossen, nachdem der Patien als nächste Kornkammer gefallen ist. Und wir von dort aus kein einziges Rind mehr erwarten können, hätten wir schon gedacht, dass wir sehr, sehr bitteren Hunger leiden müssen. Der Kessel der Travia, der in Rommelde steht, kann nicht für alle da sein. Gut. Dann hoffen wir, dass sie ihre Felder wieder bestellen können und uns, wie versprochen, die Sachen liefern. Davon gehen wir aus. Wir haben zumindest zum Ausdruck gebracht, dass wir an einer guten Zusammenarbeit mit dem Aranischen Reich interessiert sind. Wir werden also sehen. Er sagt einmal, uns ist ein seltsames Gerücht zu Ohren gedrungen über Ugo von Mühlingen, dass der als Kriegsherr oder so herrschen sollte. Ja, tatsächlich. Er guckt aber einmal rüber zu dem Tisch zu Ludolf, der nickt dann auch nur. Ja, er reitet mit seiner goldenen Lanze umher und wollte eigentlich von hier aus in Richtung Norden, von Altgaret aus seiner Zunftgarde patrouillieren. Aber er hat dann doch den ein oder anderen Hunger- und Notleidenden überritten.